Die Horrorgeschichten zum Einschlafen sind zurück. Jeden Tag eine neue Story. Zuerst gibt es die auf Spotify, Apple, Amazon Music und Co. Folgt dort auf jeden Fall unserer Playlist. Erster Link in der Beschreibung. Alle Stories sind fiktiv. Bitte niemals etwas nachmachen. Und jetzt viel Spaß. Nervös streiche ich mir meine Strähne aus dem Gesicht, die immer wieder aus meiner hochgesteckten Frisur rausfällt. Ich atme ein paar Mal tief ein und aus und blicke dann auf meine Uhr. Prompt erscheint ein junger Typ vor mir und leitet mich zu einem der Räume. Warten Sie noch einen kurzen Moment, sagt er mir und verschwindet wieder durch die Tür. Der Raum hat große Fensterfronten und man kann aus der 8. Etage das schöne Frankfurt erblicken. Immer wieder fällt mein Blick zur Tür und ich setze mich etwas aufrechter hin. Plötzlich geht die Tür dann auf und ein hochgewachsener Mann kommt hinein. Er wird von einer blonden Frau begleitet und beide setzen sich mir gegenüber an den Tisch. Guten Tag, Frau Richter, begrüßt er mich mit tiefer Stimme und meine Muskeln spannen sich an. Nach 40 Minuten trete ich aus den Türen des Gebäudes und atme die frische Sommerluft ein. Es ist heiß und ich nehme meinen Blazer ab. Ich blicke auf mein Handy und sehe einen verpassten Anruf von Simone. Und, wie war's? Spann mich nicht so auf die Folter. Wow, chill, Simone. Gib mir mal ein bisschen Raum zum Atmen, kicher ich. Du lachst, okay, das heißt, dass es gut war, entgegnet mir Simone und ignoriert meinen Kommentar. Ich glaube, es war gut. Das Gespräch war echt locker und die Leute, die mich interviewt haben, waren auch echt nett. Oh Mann, ich hoffe echt, dass ich genommen werde. Ach Simone, warte einen Moment, ich bin gerade von einer anderen Nummer angerufen, sage ich hastig und versetze meine beste Freundin in die Warteschlange. Richter, antworte ich. 5 Minuten später springe ich wie eine Verrückte auf der Straße auf und ab. Simone! Was? Was ist los bei dir? Fragt sie mich ungeduldig. Ich? Hör mir zu, ich hab das Praktikum! Rufe ich feierlich und Simone kreischt so laut, dass ich das Handy von meinem Ohr weghalten muss. Wir beide können es nicht glauben, dass sie sich so schnell entschieden haben. Ein paar Wochen später trete ich mal wieder nervös in das große Gebäude ein und melde mich beim Eingang an. Ich werde wieder vom gleichen Typen begrüßt, der sich als Tim vorstellt und sich dann später als mein Mentor entpuppt. Ich arbeite hier auch erst seit einem Jahr, also musst du gar nicht nervös sein. Das Team hier ist echt nett und selbst falls du irgendetwas falsch machen solltest, sind sie echt kulant und verständnisvoll. Sag mal, magst du einen Kaffee vielleicht oder einen Tee? Fragt er mich. Ein Cappuccino gerne, wenn's geht, wenn's keine Umstände macht, sag ich schüchtern und er lächelt. Tim führt mich zu meinem Arbeitsplatz und ich kann nicht anders als zu staunen. Der Raum ist groß und offen, überall stehen Pflanzen rum und mein Tisch ist direkt an einem sonnigen Platz am Fenster. Sicher, dass das mein Platz ist? Frage ich und beiß mir auf die Lippe. Tim lacht. Ich weiß, damals, als ich hier das Praktikum begonnen habe, konnte ich auch nicht glauben, dass Praktikanten hier so gut behandelt werden. Aber das hier ist echt besonders. Wir laufen weiter durchs Haus und Tim zeigt mir, wo die Küche ist, die Büromaterialien, wo die ganzen wichtigen Menschen sitzen und klärt mich natürlich auch über die allgemeinen Regeln auf. Wir machen um Punkt 17 Uhr Schluss, keine Ausnahmen, sagt er. So früh? Macht ihr nie Überstunden? Frage ich scherzhaft, doch Tim schüttelt einfach den Kopf. Nein, wir machen immer um 17 Uhr Schluss. Das ist ganz wichtig. Die Chefs sind der Meinung, dass das die Arbeitsmoral stärkt. Deswegen, auch wenn dein Projekt noch nicht zu Ende ist, kannst du es einfach am nächsten Tag fertigstellen. Nickend zeige ich ihm, dass ich es verstanden habe. Doch ehrlich gesagt finde ich diese Regel etwas komisch. Gleich darauf bekomme ich schon mein erstes Projekt zugeteilt und ich verfalle komplett meiner Arbeit. Ich merke nicht einmal, wie die Zeit vergeht, bis mir plötzlich jemand auf die Schulter klopft. Ich blicke zu einer jungen Frau, die etwas schüchterner zu sein scheint. Sie zeigt auf ihre Armbanduhr und ich sehe, dass es 17 Uhr ist. Ich mach das noch schnell fertig, sage ich, doch sie schüttelt den Kopf und signalisiert mir, dass wir jetzt gehen müssen. Etwas unschlüssig schalte ich den Computer dann aus und nehme meine Tasche.
Am Montag drauf sehe ich auf die Uhr und merke, dass es gleich 17 Uhr ist, aber ich auch wieder nicht fertig bin. Unbemerkt schleiche ich aufs Klo und warte dort, bis ich mir sicher bin, dass keiner mehr im Haus ist. Vorsichtig schaue ich raus, doch die Flure scheinen wie tot zu sein. Ich husche also an meinen Platz und kehre zur Arbeit zurück. Plötzlich höre ich Stimmen und panisch verstecke ich mich hinter der Tür. Oh Mann, was für ein Kindergarten. Die werden doch wohl nicht böse sein, wenn ich noch länger hier bleibe. Gerade als ich raus möchte, höre ich einen ohrenbetäubenden Schrei und das Blut gefriert in meinen Adern. Ich traue mich nicht, mich zu bewegen. Weitere schreiende Stimmen erfüllen den Raum und ich höre, wie jemand rennt. Plötzlich rennt ein Mann in den Raum, wo ich mich versteckt halte. Und er blickt sich suchend um. Hinter ihm erscheint Tim. Nein, bitte, bitte, bitte nicht, tun Sie das nicht! Stammelt der Mann, doch schon im nächsten Moment fällt er rücklings tot um. Ich werfe meine Hände vor den Mund und kann es nicht fassen. Tim beugt sich seelenruhig über ihn, in seiner rechten Hand eine Pistole. Ich habe einen erwischt, da sind dann wohl 120 Punkte, ruft er lachend. Ich habe das Gefühl, dass mein Herz mir gleich aus der Brust springt. Ich schließe die Augen und bete zu Gott, dass er mich nicht sieht. Was tust du hier? Ertönt eine kalte Stimme. Ich reiße die Augen auf und meine Augen treffen Tims, der jetzt direkt vor mir steht. Ich wollte nur was zu Ende machen, antworte ich leise stotternd. Mitleidig schaut Tim mich an. Bitte, ich werde es auch niemandem verraten, wimmere ich. Doch schon im nächsten Moment taucht mein Chef neben ihm auf und mustert mich. Da hat aber jemand nicht die Regel befolgt, sagt er und zieht mich an den Haaren aus meinem Versteck. Schreiend und strampelnd versuche ich mich zu wehren, doch ich komme nicht gegen ihn an. Er zerrt mich in den großen Konferenzraum, wo überall auf dem Boden tote Leichen liegen. Ich spüre etwas Kaltes an der Stirn. Nein, bitte, bitte, Sie müssen das nicht tun, wimmere ich, doch die Pistole bewegt sich kein Zentimeter von meiner Stirn. Warte, höre ich plötzlich Tim sagen. Vielleicht ist sie eine von uns. Mein Chef schaut ihn mit hochgezogener Augenbraue an. Dann nimmt er die Pistole weg und hält sie mir stattdessen hin. Hier, bring ihn um, sagt er und zeigt auf einen Typen, der zusammengekauert in der Ecke sitzt. Wenn du es nicht tust, werden wir es machen. Und danach wirst du sterben. Es ist ganz einfach. Ein Spiel, sagt er. Ich kann nicht glauben, was er da gerade von mir verlangt. Mit zittrigen Händen nehme ich die Pistole in die Hand. Ich versuche abzudrücken, doch ich schaffe es nicht. Weinend gehe ich zu Boden. Dachte ich mir, ertönt die hässliche Stimme meines Chefs. Und ich spüre die Pistole wieder an meinem Hinterkopf. Das war's leider schon mit der Geschichte. Aber weiterer stundenlanger Content and Stories gibt es auf Spotify, Apple Music, Amazon Music und Co. Geht auf den Link in der Beschreibung und folgt unserer Playlist da. Was gibt es bitte Cooleres, als mit Gruselgeschichten einzuschlafen? Danke für euren Support, Freunde, ihr unterstützt uns wirklich extrem. Bis morgen zur nächsten Geschichte.